Harani schlagen keine Schlacht, die sie verlieren. Vor Äonen, im Krieg zwischen Göttern und Helden, wurden die anderen Völker vernichtet. Aber das Volk, das man jetzt Harani nennt, war schlauer. Sie wussten, wann sie kämpfen oder sich zurückziehen mussten. Wie sie überleben konnten. Auch wenn die Paläste in Auroria zu Staub wurden, blieb dieses eine Volk unversehrt. Die Göttin Nui versuchte, alle vor dem Krieg zu retten, ungeachtet ihres Volkes. Aber weder gemeinsamer Kampf noch Flucht konnte die unterschiedlichen Völker vereinen. Die Überlebenden erbauten ein neues Königreich in neuen Landen. Auch dieses Reich wurde zerstört von einem Prinz. Aber nahmen sie Rache? Nein, der Prinz war mächtig. Wer überleben will, schlägt keine verlorene Schlacht. Sie verbrannten ihre Fahnen, überließen ihre Tempel der Wildnis und schufen eine neue Dynastie. Als Harani erschufen sie ein neues und mächtiges Königreich. Überleben und Gedeihen sind die beste Rache. Feinde sahen, wie die Harani mächtiger wurden. Das neue Imperium bot öde Savannen, grüne Steppen, eisige Gipfel und sonnige Felsen. Seit dem großen Exil hatte kein Volk etwas Vergleichbares erschaffen. Es stand an Schönheit und Reichtum selbst Auroria in nichts nach. Bis das Fatale geschah. Die Kaiserin starb. Der Erbe verschwand. Rivalen teilten sich das Reich. Viele verließen ihre Häuser in der Dschungelstadt. Es galt nicht als Risiko. Wahre Überlebenskünstler überleben überall. Vielleicht sind Kriminelle wie die Schattenfalken nur die Kehrseite. Auch sie tun, was nötig ist, um zu überleben, zu profitieren, zu gedeihen. Sie geben sich mit jedem ab, König oder Bettler, Ritter oder Dieb. Die meisten Harani wissen nicht, dass diese kriminelle Gilde ihren wahren Namen trägt. Auf Auroria waren Schattenfalken vor dem Krieg die ruhmvollsten und legendärsten Überlebenskämpfer.